Willkommen zum Sternenstaub-Adventskalender. Heute mit der vierten Etappe. Wir haben uns mit den Weisen aus dem Morgenland auf den Weg gemacht, unterwegs hin zur Krippe. Die Weisen haben sich aus diesem fernen Land auf den Weg gemacht, nur indem sie einem Stern gefolgt sind, der aufgegangen ist, weil Gott Mensch geworden ist, weil das Christuskind geboren wurde. Ausgestattet ohne Navi, ohne Landkarte oder Kompass, haben sie diese weite Reise unternommen, in der Hoffnung, den neugeborenen König der Juden anzubeten. Schon wirklich erstaunlich, dass sich die Menschen aufgemacht haben, nur aufgrund eines strahlenden Sternes am Himmel, der ihnen den Weg weist. Einen Weg, der sie zum Christuskind führt, das sie anbeten und beschenken wollen. Und so gehen sie mitten hinein in das Zentrum der Macht, mitten hinein in die Hauptstadt, mitten hinein in den Königspalast, erwartungsfroh. Und dann das. Und dann eigentlich nichts. Herbe Enttäuschung. Sie sind am Ziel, aber irgendwie hat das Navi sie fehlgeleitet. Es wird ihnen gesagt, dass das Christuskind gar nicht in der Hauptstadt anzutreffen ist. Und offenbar wissen diejenigen, die dort die Macht haben, die Intellektuellen, aber auch die Schriftgelehrten und Priester, wissen gar nicht, wo denn das Christuskind geboren werden soll. Auf jeden Fall nicht hier in diesem Königspalast. Was für ein Reinfall, was für eine Pleite. Das Navi war wohl falsch programmiert, hat den falschen Ort angesteuert, soll es wohl noch geben. Doch sie bekommen Hilfe. Das Navi programmiert einen neuen Weg. Sie folgen dem Stern weiter, bis sie in Bethlehem ankommen. Der Stern bleibt stehen über dem Stall. Ihre Herzen hüpfen vor Freude. Was für eine grandiose Wendung. Gab es bei dir, bei Ihnen im Alltag auch schon mal so etwas, so im ganz privaten oder beruflichen, dass sich etwas verändert hat, dass ihr einen neuen Weg eingeschlagen habt, ja herausgerufen worden seid, ohne dass man das so ganz rational erklären konnte? Vielleicht war da eine Kraft zu spüren, die sich ausgebreitet hat und die uns geholfen hat, sicher einen neuen Weg einzuschlagen. Ich kann für mich sagen, ja, das habe ich in meinem Leben an der einen oder anderen Stelle durchaus gespürt. Diese Kraft des Heiligen Geistes, der uns führt und leitet, der mich den Weg geführt hat, auch wenn er nicht immer klar erkennbar war. Aber ich kann im Rückblick sagen, ja, dieser Weg war geführt und geleitet. An manchen Stellen war der Stern deutlicher zu sehen als an anderen, aber er ist mir nie verschwunden. Das mag für den einen oder anderen merkwürdig klingen oder nicht ganz nachvollziehbar, aber das ist etwas, was wir glauben als Christen, dass Gott uns führt und leitet auf dem Weg, dass er, dass Christus der gute Hirte ist, der mit uns geht. Und so kann es sein, dass wir von ihm hineingezogen werden in eine neue Richtung. Letztlich ist es das, was wir als Christen und Christinnen Glauben nennen. Glauben ist im Griechischen, im Urtext, nichts anderes als Vertrauen, Gottvertrauen. Auch darin liegt schon eine eigene Kraft, die größer ist als wir selbst. Eine Kraft, aus der heraus wir geführt, geschützt und behütet werden, auch wenn es mal nicht weitergehen sollte. Im Urtext, im Neuen Testament, gibt es für Glauben und Vertrauen also eben nur ein Wort, Pistoio. Glauben, Vertrauen. Und gerade jetzt in der Adventszeit, ja, lassen wir uns hineinstellen in das Licht des Sternes von Bethlehem, uns anstrahlen, uns neuen Mut geben, unseren Glauben zu stärken, dass er uns führt und leitet.